Mauern des Games mit Ghost. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Ghost. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Ghost. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Hack. Und ja, in diesem Video spielen wir auf Hypixel mit dem Vortex Client, den ich jetzt auch habe. Vielen Dank an Nero auf jeden Fall nochmal. Und ja, dieser Client hat ein paar sehr leckere Module auf diesem Server. Ich soll nicht mehr lecker sagen. Ich habe mir das so angewöhnt. Tut mir sehr, sehr leid. Und ja, ich werde euch zuerst mal das Modul zeigen, was gerade nicht geht. Cool. Ja, man sieht's. Der Teleport. Ein Hypixel-Teleport. Das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Sowas hat nicht jeder. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ja, man sieht, die Aura geht hier auch durch wie nichts. Ja, der Kleine ist halt einfach geil hier. Oh fuck, Bowspammer. Ja gut, ich hasse Bowspammer. Aber ich habe ja auch einen Bogen. Na du. Soll ich dir mal meine Kill-Aura zeigen? Ja, die ist schon lecker, ne? So. Problem ist nur bei dem Teleport, dass er immer noch auf der gleichen Höhe geht. Und das ist etwas nervig, aber jetzt gerade geht er erstaunlich gut, weil ich hatte sonst immer viele... Oh mein Gott. Viele Probleme damit. Dass es oft geflaggt hat und so weiter. Aber jetzt gerade offensichtlich nicht. Ja, der Kleine ist halt einfach nur generell ziemlich gut. Vortex kennt man ja von, wenn man Haste geschaut hat. Der Kleine ist halt einfach overpowered. Und ja, oh Leute, flaggt. Als ob mein Inventar voll ist, alles klar. Ich habe ja schon das OP-Equipment. Egal, dann hole ich mir es halt nicht. Hier liegt auch nichts mehr Besonderes. Es fehlt auch nur noch dieser Spieler hier. Und ja, den werde ich mir dann direkt mal holen. Hi. Hat jetzt nicht so viele Chancen. Aber ja, das war's dann auch schon mit dem Video. dem Video, alles klar. Nee, das war's mit der Runde. Ich werde gleich in eine andere Runde gehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt nochmal in Skywars. Und ja, es gibt heute auch ein paar Themen anzusprechen. Und zwar erstens, was mit meinem Kanal los ist. Ich hatte alle Videos ja letztens auch privat und so weiter. Da jemand vorhat, meinen Kanal zu striken, wahrscheinlich. Das ist jetzt peinlich für dich. Und ja, warum öffne ich die Kisten immer öfters? Ja, auch ziemlich dumm. Und ja, deswegen habe ich auch gerade mein Chat weggeworfen. Und deswegen habe ich auch das Video gemacht, dass ihr meinen Zweitkanal abonnieren solltet. Weil ich echt keine Lust habe, meinen Kanal zu verlieren. Und wenn ich meinen Kanal verlieren würde, ich würde YouTube weitermachen. Weil YouTube ist einfach mein Hobby gewesen und jetzt kommt jemand und will mich wegstriken. Da habe ich jetzt einfach echt keine Lust drauf. Und ja, deswegen habe ich auch das Video gemacht, dass ihr meinen Zweitkanal abonnieren solltet. Manche haben da ja was dagegen gehabt, dass ich so ein Video mache. Aber stellt euch mal vor, ihr habt anderthalb Jahre YouTube gemacht. Und jetzt kommt jetzt kommt irgendein Mensch an und möchte euren Kanal striken. Er möchte euch anderthalb Jahre Arbeit kaputt machen. Ja, das war auch schon die Runde, hä? Wie schnell ging das denn bitte? Das Anti-G von denen. Und ja, stellt euch mal vor, dieser Mensch will euren Kanal striken. Und, eure anderthalb Jahre Arbeit einfach kaputt machen. Was würdet ihr da machen? Deswegen habe ich auch das Video gemacht, dass ihr meinen Zweitkanal abonnieren solltet. Und ja, das war auch schon eigentlich dieses kurze Thema. Wir sehen uns dann gleich in noch einer Runde wieder. Bis gleich. Jo Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt auf dem anderen Alt wieder. Wieder auf Hypixel, wie gesagt. Und ja. Probieren wir nochmal den Teleport aus. Denn der Teleport geht hier, wie gesagt, auf der gleichen Höhe, aber sonst nicht. Und man kann nie genau abschätzen, was jetzt die gleiche Höhe ist. Und ja. Nee,
offensichtlich nicht. Egal, gehe ich einfach so zu ihm rüber. Ja. So, dann einmal zu ihm. Ah, da müssen wir uns wohl bauen. Oder probiere ich es nochmal so. Oh, so geht's sogar. Man muss halt hier so ein bisschen seine Tricks rausfinden, wie es geht. Und ja, Vortex ist übrigens immer noch erhältlich. Hab mich auch gewundert, wie groß Vortex schon ist. Es gibt eine Gruppe mit über 100 Leuten. In denen, also die kleine Gruppe ist mit über 100 Leuten. Oh, lol. Nein, bitte nicht bannen, Hypixel. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, von euch gebannt zu werden. Könnte auf jeden Fall sein, weil der Bot mich schon detected hat. Und ja. Aber egal. Holen wir uns einfach mal diesen Typ hier. Der hat nämlich ein Equip, was ich gerne habe. Oh. Jetzt kommt auch schon der Abstauber. Typische Situation für Hypixel. Für die netten Leute, die hier auf jeden Fall immer spielen. Oh, ich habe ein bisschen wenig Leben. Bisschen wenig Leben. Feuerresistenz, ja, hätte ich mir mal nehmen sollen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Oh, jetzt 16 Herzen. 16,619999. Alles klar, wie kommt man... Hä, was ist mit den Leuten heute los? Alles klar. Ja, wie gesagt, es werden jetzt ein paar weniger Videos kommen bis zu den Ferien. Da ich, wie gesagt, Schule habe und Stress habe und YouTube-Kanal vielleicht gestrikt werden soll von irgendwelchen Leuten, die mich nicht gerne haben. Deswegen... Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder, auch auf Gomme mit Vortex oder Skash. Mal sehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.